Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen Tag für euch, der sich, ja, wie ihr schon lesen könnt, damit beschäftigt, um gemeinsam lesen, um Leseroutinen und auch um Leserunden. Ich habe den Tag bei der lieben Lena gesehen. Ich packe ihr Video auch mal unten in die Infobox, wie auch alle Fragen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, sie ja, in den Kommentaren zu beantworten, insofern ihr eben auch vielleicht ein bisschen über eure gemeinsamen Lesenerfahrungen und Routinen sprechen wollt. Und ich denke, wir starten einfach ein bisschen dieses Tag-Plauder-Video. Ich finde ihn wirklich interessant. Ich freue mich jetzt auf die Frage. Hast du schon mal ein Buch gemeinsam gelesen? Ja, nicht nur ein Buch, sondern mittlerweile wirklich ganz, ganz viele. Seitdem ich BookTube mache, sind einige Bücher im gemeinsamen Austausch gelesen worden. Sowohl im Leserunden, zum Beispiel auf Lovely Books, im Leseclub, als eben auch mit Zuschauern, mit anderen BookTubern, mit Freunden. Ja, das ist mittlerweile richtig, richtig viel. Es gibt mindestens im Monat 1, 2, 3 Bücher, die ich mit anderen lese, entweder in ganz kleinen Gruppen, irgendwie zu zweit oder auch zu dritt oder tatsächlich wie dann im Leseclub mit ein paar mehr Leuten und das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Wie gestaltest du das gemeinsame Lesen? Ja, das ist ein bisschen abhängig, in welcher Form wir uns austauschen. Ich sage jetzt mal im kleinen Kreis, wo man so 2, 3 bis 4 Leute ist, bieten sich natürlich WhatsApp-Gruppen an und dann wird das Buch eingeteilt. Man überlegt sich vorher, wie viele Seiten möchten wir am Tag lesen oder im Abschnitt lesen. Und ja, ich sag mal, da pendelt man sich dann irgendwo zwischen 50 und 70 Seiten ein. Es kann natürlich weniger sein oder auch mehr. Und dann teilt man das Buch ein, man kommuniziert die Einteilung und nach jedem Leseabschnitt ja, spricht man sich dann im Grunde ja, eine kleine Audio in die WhatsApp-Gruppe und tauscht sich dann eben auch über die Audios oder über Schreiben in der WhatsApp-Gruppe aus. Auch in der Zweiergruppe funktioniert das so natürlich richtig super und ja, da das finde ich wirklich eine sehr gute Möglichkeit. Ich sage jetzt mal in größeren Gruppen, wie zum Beispiel den Leseclub oder wir hatten ja auch eine Zeit lang eine Gruppe, wo wir Harry Potter gereadet haben oder auch Herrn der Ringe oder es gibt ja auch zum Beispiel eine Stephen King Lesegruppe oder auch Robert Harris und eine Zeit lang haben wir auch Dan Simmons ja, regelmäßig gelesen. Da bietet es sich natürlich an, ja, ein bisschen in Facebook das zum Beispiel zu machen. So haben wir das auch beim Leseclub zum Beispiel geregelt. Findet ihr im Übrigen unten in der Infobox. Schaut da immer gerne mal vorbei. Und da ist es dann tatsächlich auch so, dass man sagt, okay, man liest so in etwa 50 Seiten pro Tag, legt dann eben oftmals das Startdatum fest, dass man sagt, so in dieser Woche lesen wir jetzt dieses Buch. Und dann gibt es eben verschiedene Posts zu den Leseabschnitten und unter dem Post kann dann eben jeder kommentieren und auf die anderen reagieren, wenn er eben den Abschnitt gelesen hat. Bei Herr der Ringe und Harry Potter war es zum Beispiel so, dass wir uns einfach in dem Monat das Buch vorgenommen haben. Da waren dann die Leseabschnitte auch ein bisschen größer, dass man eben gesagt hat, jemand, der eben es nicht schafft, 80 Seiten am Tag zu lesen, der kann natürlich auch an 2, 3 Tagen lesen. Aber sobald der Abschnitt gelesen war, konnte im Grunde kommentiert werden und sich ausgetauscht werden. Dass dieses offene Lesen, wie wir es genannt haben, fand ich tatsächlich richtig schön, weil ich eben durchaus jemand bin, der gerade Harry Potter oder Herr der Ringe dann eben ja nicht so tageweise gekleckert, wie man so schön sagt, lesen möchte, sondern da eben einfach auch versinken konnte und dann eben auch durchaus einfach 500 Seiten in 3 Tagen verschlungen habe, aber trotzdem zu den jeweiligen Leseabschnitten im Grunde ich was sagen konnte und da der Austausch auch stattfand. Ich glaube, das ist tatsächlich Geschmackssache, wie man das möchte. Ich glaube, ganz schön oder der Vorteil tatsächlich ist so ein bisschen an dem, wenn man innerhalb einer Woche zum Beispiel sagt, man liest dieses Buch, dass natürlich alle zur gleichen Zeit aktiv sind, während es natürlich bei einem Monat, die einen fangen Anfang des Monats an, die anderen Mitte, da sind die anderen schon fertig und am Ende, das ist manchmal ein bisschen unschön, aber ich fand das tatsächlich, dass das bei Harry Potter und Herr der Ringe sehr ausgeglichen war und wirklich immer bis zum letzten Moment auch darüber gesprochen wurde. Dritte Frage, was erwartest du vom gemeinsamen Lesen? Tatsächlich einen regen Austausch. Also ich bin jemand, der sich da wirklich jeden Tag darüber freut, sich auszutauschen. Man beobachtet Dinge eben auch einfach anders. Ich finde schön, dass jeder so seine Beobachtungen mit dazu gibt. Wenn es etwas zum Mitraten, Rätseln gibt, finde ich es toll, dass man da Vermutungen einstellt, was könnte passieren, wo führt es hin, wie auch immer, gerade vielleicht im Thriller-Bereich, wo es irgendwie ein Rätsel zu lösen gibt, ist das natürlich besonders schön. Ich finde es toll, die Eindrücke von anderen zu hören, wie empfinden sie die Charaktere, was denke ich über die Protagonistin, was denkt der Mitleser darüber und so weiter. Ich finde das richtig schön, weil man bekommt
nochmal so einen anderen Blick auf die Geschichte und nimmt auch Dinge manchmal anders wahr. Und das, wenn man dann eben diesen anderen Blick erzählt bekommt, dann achtet man auf diesen und stellt im Grunde tatsächlich fest, dass sich dadurch der Blick ein bisschen auf die Geschichte erweitert. Und das ist so im Grunde meine Erwartung daran, dass mir eben ein anderer Blick auch gezeigt wird, dass mir, wenn ich jemand total unsympathisch finde, aber vielleicht mein Mitleser sagt, Mensch, ist doch eine ganz nette, weil das und das, dass ich das vielleicht auch wahrnehme und sie dann am Ende gar nicht mehr so nervig finde. Manchmal finde ich es auch gut, wenn man sich gegenseitig in der Meinung bestärkt und einfach beide sagen, Gott, ist das schrecklich, was ja auch schon oft genug mal vorgekommen ist, dass man eben Dinge gleichermaßen blöd findet und nicht gut findet, aber in der Regel finde ich bei diesem Austausch wirklich schön, dass man so einen anderen Blick auf die Dinge bekommt und sich da wirklich so gemeinsam ein bisschen austauscht und einfach Dinge anders wahrnimmt, weil es sie der andere angesprochen hat. Das finde ich tatsächlich richtig schön und wichtig. Über welche drei Bücher könntest du stundenlang reden? Ich sitze nicht ganz unabsichtlich heute vor dem großen Bücherregal, weil im Grunde diese drei Geschichten mehr oder weniger hier herumstehen. Zum einen ist es die Welt um Mittelerde, die ihr hier oben seht, egal über den Herrn der Ringe, über Hobbit, über das Silmarillion, über die Geschichten allerlei Charaktere, die es irgendwie in die Bücher von Tolkien geschafft haben. Darüber kann ich stundenlang reden und ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich immer mal wieder in diese Diskussion gehe und in den Austausch gehe und wir wirklich dann vom einen zum nächsten, zum anderen und dann faszinieren. Also das macht wirklich großen, großen Spaß, darüber könnte ich immer wieder reden und es ist in diesem Jahr tatsächlich jetzt auch einfach mal Zeit, die kleineren Geschichte aus Mittelerde einfach mal wiederentdecken, was locker schon 10, 12, 15 Jahre her ist. Auch das Silmarillion möchte ich unbedingt vor der Serie, die ja jetzt vielleicht dann nächstes Jahr kommt, von Amazon Prime, möchte ich unbedingt gelesen haben, weil das soll ja im zweiten Zeitalter spielen, während ja der Herr der Ringe im dritten spielt. Und jetzt kommen wir schon in die Phase, wo ich zu viel rede. Also ich möchte da jetzt einfach mal wieder in diese Welt eintauchen. Es ist gefühlt viel, viel zu lange her und diese kleineren Geschichten wieder entdecken. Dann ist links Harry Potter, eine Welt, über der ich immer sprechen kann, sei es tatsächlich über die Reihe um Harry Potter oder natürlich über die fantastischen Tierwesen, was dann auch die Filme angeht. Ich finde, da kann man stundenlang reden über logische Dinge, unlogische Dinge, was hätte sein sollen, wie hätte es sein können, was hat J.K. Rowling sich dabei gedacht, wie hat sie das erfunden und ich höre ja auch diesen Podcast Hagrids Hütte, die ja wirklich jedes Kapitel hernehmen und es besprechen und das ist total faszinierend, was diese Jungs immer noch so finden, was sie sich da reindenken, auch natürlich, wie man dann auf diese Gedankengänge kommt. Also auch ich könnte darüber stundenlang reden, weil das einfach einer meiner Mitlieblingsbuchwelten ist, die ich persönlich einfach großartig finde und in die ich mich auch einfach verlieren kann und immer weiter schwärmen kann. Und da freue ich mich in diesem Jahr auf jeden Fall noch, die Reihe zu beenden. Ich habe ja dieses Jahr mit dem Reread angefangen, beziehungsweise habe ich ja die Hörbücher gehört. Band 4 will ich in der illustrierten Ausgabe lesen und dann 5, 6 und 7 wird dann wieder gehört. Vielleicht nutze ich dazu meinen Urlaub im Juli, August, da ein bisschen in dieser Welt zu versinken. Und die dritte Geschichte, auch wenn es gerade ein bisschen gefühlt ruhiger ist, ist für mich trotzdem die Welt von George R. R. Martin, das Lied von Eis und Feuer von Game of Thrones. Nach wie vor gibt es zwei, drei Personen in meinem Umkreis, mit denen ich immer wieder darüber spreche, wie könnten die Buchreihen weitergehen, wie fanden wir die Serien, wie fanden wir dieses Ende, das ja wirklich nicht ganz gelungen ist und auch sehr dazu geführt hat, dass ja viele mit der Welt gar nichts mehr zu tun haben wollen. Aber ich finde trotzdem, dass man so viel daraus nehmen kann, dass man über Entwicklungen sprechen kann, über Charaktere, über diese Welt, über dieses Politische und alles, was da hineinspielt. Aktuell, wie gesagt, ein bisschen ruhiger, das möchte ich tatsächlich sagen. Ich glaube, so das letzte in dem Jahr gefühlt noch gar nicht in die Serie reingeguckt und auch gar nicht in irgendwelche Foren oder sich so ausgetauscht. Aber für mich ist das Lied von Eis und Feuer schon eine sehr, sehr große Welt, über die man wirklich viel, viel, viel sprechen kann und auch nachdenken kann. Und nach wie vor denke ich über sehr viel nach und gehe sozusagen in den inneren Dialog mit mir selbst und kann da wirklich auch noch Stunden damit verbringen, über Dinge nachzudenken, die in der Serie total blöd gelaufen sind und ob wir jemals weiter erfahren, wie es denn George R. R. Martin wirklich gedacht hat. Man weiß es natürlich nicht. Aber ich glaube, das sind wirklich so die drei großen Bücher,
über die ich viel spreche. Ich rede auch viel über die Clifton-Saga, über Size, gerade die Trilogie. Ich rede viel über die Geschichten von Adriana Popescu, die ich immer wieder im Grunde Leuten empfehle. Ich rede viel über die Romane von Jackie Felgut, weil ich die einfach ganz besonders und schön finde. Zurzeit denke ich sehr viel wieder an die Passage-Trilogie, weil die natürlich auch gerade sehr aktuell ist. Ist aber, glaube ich, tatsächlich gerade keine Buchreihe, die ich in der aktuellen Situation lesen kann, möchte. Aber es muss da irgendwann auch einen Reread geben. Und weil mich da viele Momente immer noch im Schlaf begleiten, verfolgen finde ich so negativ, sondern begleiten. Und ich da immer ein ganz wunderbares Gefühl habe. Also könnte ich stundenlang reden über Dystopien natürlich gerade sowieso, beziehungsweise über apokalyptische Geschichten, wenn man dann Dinge, die jetzt tatsächlich passiert sind in dieser Pandemie, wie die in Büchern zum Teil eben schon vorhergesagt wurden, nicht 1:1 jetzt auf diese Situation, aber es ist faszinierend. Also ich kann über Bücher gefühlt stundenlang reden, wie man gerade an der Frage gemerkt hat. Fünfte Frage, welche Bedenken hast du beim gemeinsamen Lesen? Tatsächlich sind meine Bedenken sehr oft, jemand anderen unter Druck zu setzen, dass jetzt eben hier 50, 60 Seiten gelesen werden müssen, obwohl ich das überhaupt nicht möchte. Also es gibt genügend Freunde, mit denen ich lese, wenn die eben einfach mal einen Tag nicht dazu kommen, dann finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Dann holt man das am nächsten nach und alles ist gut. Meine Befürchtung ist aber immer, dass sich jemand unter Druck gesetzt fühlt und dass derjenige dann denkt, er muss jetzt, obwohl er vielleicht keine Zeit hat, keine Lust hat, keine Muse hat oder gerade in einem anderen Buch steckt, was mega spannend ist und dann denkt, er muss jetzt aufhören damit. Das möchte ich tatsächlich überhaupt nicht. Ansonsten habe ich eigentlich gar keine Bedenken, weil ich das wirklich als immer wieder als sehr positiv empfinde und ich da gar nicht was Negatives finden kann, außer dass ich eben tatsächlich nicht möchte, dass sich jemand unter Druck gesetzt fühlt. Und das wären so meine einzigen Bedenken. Sechste Frage, schreibst du dir auf, welche Bücher du gelesen hast? Ja, also zum einen führe ich im Grunde wirklich in der Excel-Liste Statistik, welches Buch in welcher Kalenderwoche, in welchem Monat, wie viele Seiten, welches Genre, am Ende geht es weiter, war es ein Autor, eine Autorin, war es ein Liebesroman, ein Thriller, was Historisches und so weiter. Das führe ich in der Excel-Liste. Das lässt sich dann über eine Pivot-Liste ganz schön zusammenfiltern am Ende des Jahres und man hat hier ja eine richtig schöne Zusammenfassung. Ich selbst führe aber auch eine kleine Art Lesetagebuch und daran sitze ich ja gerade auch noch in anderer Art und Weise, aber dazu später ein bisschen mehr, also irgendwann später, nicht hier in diesem Video später. Und auch da schreibe ich mir eben einfach Gedanken zu Büchern auf. Also ich bin jemand, der gerne Zitaten sammelt aus Büchern, der tatsächlich sich auch Gedanken, die er gerade spannend findet, irgendwie aufschreibt. Ich neige manchmal dazu, einfach nur aufzuschreiben zu dem Buch, Seite so und so und dann den Beginn des Absatzes, den ich besonders spannend fand. Und das hilft mir einfach weiter, wenn ich was suche, es dann auch wieder zu finden. Und so führe ich tatsächlich im Grunde zwei Tagebücher, wenn man so möchte, zwei Statistiken, tatsächlich das eine eher auf die nackten Fakten bezogen, während das andere eben sich tatsächlich eher um den Inhalt kümmert. Und damit fühle ich mich ganz wohl und das funktioniert für mich auch richtig gut. Und ich führe auch nicht nur Statistik tatsächlich über gelesene Bücher, sondern auch über die Neuzugänge. Wie viele sind eingezogen, in welchem Format, wo sind die her und so weiter. Und ich bin da ein kleines Statistikmädchen. Was ich tatsächlich in erster Linie für mich selbst mache, weil ich das einfach für mich selber super spannend finde. Und das Teilen dann im Jahresrückblick zum Beispiel mit euch, das ist dann einfach nochmal was natürlich so on top kommt, aber wo ich auch denke, eigentlich führe ich das eben auch einfach für mich selbst. Siebte Frage, wenn du weißt, du hast jetzt richtig schön viel Zeit zum Lesen, wie gestaltest du dir deinen Leseort? Also was für mich immer ganz wichtig ist, ist etwas zu trinken. Ich bin ein Mensch, der gefühlt ständig Durst hat, der immer der Meinung ist, er muss jetzt irgendwie was trinken. Bin auch jemand, der, wenn er ins Einkaufen geht, irgendwie eine Flasche dabei hat, weil spätestens auf dem Rückweg habe ich Durst. Also ich brauche definitiv immer was zu trinken und ansonsten muss es einfach bequem sein, es muss hell sein und das Buch muss in der Nähe natürlich liegen und gerne vielleicht irgendwie Herbst, Winter, Frühling, so ein Deckchen, dass man irgendwie nicht friert.
Und dann steht der Tee bereit und dann ist der Ort im Grunde schon vorbereitet. Also viel mehr brauche ich tatsächlich nicht. In der Regel noch so ein paar Post-its, dass man sich eben diese besagten Stellen von vorhin so ein bisschen markieren kann, dass man da wieder hinfindet, was man gut und spannend findet. Ich mache das auch ganz gerne mal mit meinem Smartphone, dass ich manche Seiten eben einfach abfotografiere und mir einmarkiere. Das finde ich zum Beispiel praktisch, während das natürlich bei einem E-Book ein bisschen anders wieder funktioniert. Da kann man sich ja das Lesezeichen auch setzen. Also ja, ich bin da recht genügsam. Hauptsache, es gibt was zu trinken und es ist nicht kalt und dann habe ich im Grunde schon den perfekten Leseort. Achte Frage, was stört dich beim Lesen? Also ich bin da relativ unproblematisch, mich stört nicht sehr viel. Mich stört Fernsehen, das ist tatsächlich was so nebenbei Geräusche, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich mag auch keine Musik mit Text. Also ich finde melodische Musik ganz angenehm, höre ich auch super gerne nebenbei. Wenn aber dann gesungen wird und dabei ist tatsächlich egal, ob in Deutsch oder Englisch, weil in meinem Kopf das irgendwie schon mehr oder weniger gleich klingt, das stört mich beim Lesen. Ansonsten natürlich, wenn das Telefon klingelt oder die Tür klingelt, das ist natürlich ein Störer. Aber sonst dürfen meine Katzen auf mir rumsteigen, mit rumschmusen, das Buch anschnurren. Da bin ich vollkommen frei. Und aber ich würde sagen, so Nebengeräusche, gerade Fernsehen, das ist schon eher was mich stört. Es kann aber auch draußen regnen, gewittern, kann jemandem Rasen neben mir mähen. Das ist mir gefühlt tatsächlich egal. Das bringt mich nicht aus dem Lesefluss raus. Wie viele Bücher liest du durchschnittlich im Monat? Ja, also das ist, hätte ich jetzt tatsächlich mal meine Statistik schauen müssen. Also ich würde gerade so vermuten, dass ich so irgendwas zwischen 3 und 4 Büchern in der Woche lese, was dann ja irgendwas zwischen 12 und 16 Büchern ist und davon wäre dann ja der Durchschnitt irgendwas zwischen 14 und 15. Also ich sag mal, ich lese wahrscheinlich tatsächlich so grob 15 Bücher durchschnittlich im Monat. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es kommt natürlich auch auf die Seitenanzahl des Buches an. Wenn man natürlich im Wälzer mit 800 Seiten liest, sind das ja im Grunde schon 2 Bücher, wenn man so möchte. Also ich mache das auch gar nicht so ganz von der Anzahl immer fest. Ich bin ja jemand, der auch Seitenzahlen und sowas dokumentiert und habe da eher ein gutes Gefühl, ob das jetzt ein guter Monat oder ein nicht so guter Monat war. Ich bin aber niemand, der sich da irgendwie Druck macht. Natürlich würde ich unfassbar gerne viel, viel mehr lesen, weil ich so viele Bücher einfach habe, die ich spannend und interessant finde. Aber wenn es dann eben einfach mal einen Tag gibt, wo man vielleicht nur eine Stunde dazu kommt, dann ist das halt so. Umso mehr genieße ich dann Zeiten, wo ich wirklich in diesen Leseflow komme, wo man gefühlt 3-4 Stunden am Stück liest und richtig merkt, wie dieser Flow sich einstellt. Und das ist was ich sehr genieße. Der stellt sich bei mir tatsächlich schon ein bisschen früher ein. Ich glaube, es ist auch eine reine Übungs-Routine-Sache. Aber an und für sich würde ich mich jetzt mal so auf 15 Bücher wahrscheinlich festlegen. Und die letzte Frage ist dann, wie lange liest du durchschnittlich am Tag? Das finde ich tatsächlich relativ schwierig. Gerade weil ich ja auch viel zum Beispiel Hörbuch nebenbei höre. Aber effektiv würde ich sagen, am Abend bin ich schon bei meinen 2-2,5 Stunden. Im Durchschnitt ist das tatsächlich schwierig. Also ich sag mal so, unter der Woche schaffe ich das, glaube ich, ganz gut. Wenn ich so überlege, ich gehe so um 10:30 irgendwie ins Bett und lese da so bis 12 und habe in der Regel abends vielleicht auch noch mehr gelesen, nach der Arbeit mehr gelesen, vielleicht auch mal in der Mittagspause Hörbuch gehört. Also ich finde das tatsächlich sehr schwierig, gerade so zu beantworten. Aber ich würde so sagen, ich komme wohl doch so Minimum 2-2,5 Stunden. Manchmal mehr. Ich glaube tatsächlich im Winter, wenn man abends weniger vorhat, lese ich definitiv mehr. Im Sommer dafür natürlich am Wochenende auch mal exzessiver im Garten oder wie sonst halt auch mal am See. Also ich finde das eine sehr schwierige Frage. Weiß jetzt auch gar nicht, ob so 2,5-3 Stunden tatsächlich reichen. Klingt natürlich auch so, dass man sich gerade überlegt, man macht ja auch noch andere Dinge. Aber ich würde das vielleicht so als Durchschnittszahl, so 2-2,5 Stunden würde ich glaube ich tatsächlich schon angeben. Müsste man jetzt tatsächlich mal überlegen, wie das sich so zeigt. Aber man hat natürlich Tage, an denen es auch mal ein ganzer Abend ist, wo ich mich wirklich um 8 hinsetze und bis 12 lese. Dafür gibt es dann eben auch mal Abende, wo es vielleicht nur eine halbe Stunde vorm Schlafengehen ist, weil man was anderes gemacht hat. Also vermutlich vielleicht, insofern das jetzt so eine aussagekräftige Antwort war. Es ist tatsächlich schwierig. Ich bin auch niemand, der diese Zeit misst. Ich lese eben, was ich lese und höre, wann ich höre. Und gerade das Nebenbeihören
Das ist natürlich kaum messbar. Und das waren sie jetzt auch schon, die 10 Fragen zu diesem richtig coolen Tag, der mir auch richtig viel Spaß gemacht hat. Es darf sich jeder getaggt fühlen, der jetzt Lust hat, die Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, wem Lena getaggt hat, wer den Tag schon gemacht hat, aber Fragen findet ihr in der Infobox. Und wer Lust hat, vielleicht die Fragen auch in den Kommentaren zu beantworten, macht es gerne mit, lasst uns da in den Austausch kommen, wie das vielleicht bei euch ist. Darüber würde ich mich richtig, richtig freuen und freue mich natürlich auch über das ein oder andere Video, was dann demnächst in meiner Abo-Liste auftaucht. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.